Na, meine Lieben, wie geht's euch? In diesem Video ist wieder ein VGO-Code versteckt. Das heißt, der Erste, der ihn findet, kann ihn bei VGO einlösen und sich was Cooles kaufen. PSN, Xbox, PC-Karten, was auch immer. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim neuen Türchen. So, Freunde, ich will euch mal eine Weisheit mitgeben. Wer anderen eine Grube gräbt, der braucht eine gute Schaufel. Das musste jetzt einmal mal loswerden. Gut, Foodcraft. Wir nehmen mal die enge Raute, habe ich Bock drauf. Okay, das sind Spieler, mit denen kann ich nicht viel anfangen. Aber wir nehmen hier mal als Starspieler Neymar mit, der kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. So, Sturm. Ja, nimmt man gerne mit. Die Verlinkung wird ein bisschen schwierig, aber wir haben ja Gomez und Dybala und sowas vielleicht. Haben wir ein bisschen Glück und die Serie A bleibt uns treu. Yes, Lukaku. Wollte ich auch schon mal austesten. Kann ich gleich machen. Wen kriegen wir hier auf der 10? Wie gesagt, Dübel oder Nango wären sehr, sehr geil. Suboptimal. Ja, Fabienne sieht sehr, sehr lecker aus. Den nehmen wir mit. Italiener wäre nicht schlecht gewesen. Also italienische Liga wäre nicht schlecht gewesen. Aber jetzt so gehen wir in die Premier League. Das ist wirklich eine wilde Mixtur, was wir hier bekommen. Ja, muss ich machen. Muss ich tun. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder so eine richtig harte Mischung bekomme. Aber wir bleiben mal hier. Keine Ahnung, wir bleiben mal hier in der Premier League. Vielleicht kann ich den ja irgendwie auf dem rechten Flügel, Rechtsverteidigerposition packen. Ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich gehe jetzt einfach mal mit Jurado. Ja, Laporte wechsle ich dann hiermit. Felipe Luis, ja doch, machen wir mal so, gehen wir mal so und jetzt noch einen Franzosen im Tor und dann bin ich glücklich. Okay, nicht ganz ein Franzose, aber so Freunde, ich fülle mal die Bank auf. Ich hoffe, wir können noch irgendwie auf 100 Chemie kommen oder würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Slide. So Freunde, wir kommen auf 100 Chemie, haben auch sehr gute Spieler gespielt, das, die Problemzone ist das Mittelfeld, ja, da haben wir so ein bisschen Orangenhaut. Wir haben Ronaldo im Sturm. Wir haben Neymar, Lukaku und Diego Carlos auf der Bank, die wir austesten werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, lasst uns ins erste Spiel gehen. Bam! Ronaldo mit dem Scoop-Turn. 1:0. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön. Laporte ist viel zu langsam, der kommt ja nicht hinterher, das... Wieso kann ich nie den guten Innenverteidiger ziehen, Mann? Sehr wichtig, Diego Carlos. Wieder sehr, sehr wichtig, also Carlos gefällt mir sehr gut. Carlos wieder zur Stelle, sehr gut bis jetzt, gefällt mir echt gut. Eiskalt. Eiskalt der Typ, sehr, sehr wichtig. Ist ein echt guter Gegner, Freunde. Und wieder Diego Carlos, wirklich mega eng am Gegenspieler dran immer. Auch hier keine Chance für Mbappé. Zack, Morata mit dem Ding in den Winkel rein. Zack, Rage Quit, da sind wir mit dem ersten Sieg. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen begeistert von Diego Carlos. Also Mbappé hat da keinen Stich gemacht. Und das war ein sehr guter Gegner, muss man dazu sagen. Eine Überlegung fürs Main Team ist auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. Boom! CR7, da ist er da! Max! Tschüss!
Buh! Wichtig! Boom! Schön gemacht! Auf den gefallenen Rage-Spiel, Bruder. Rest in peace, man. Ja, das ging jetzt viel zu schnell. Ich habe nichts von Diego Carlos gesehen. Von daher, gucken wir einfach ins nächste Spiel. Ja, 98 Chemie. Gute Spieler. Bam, Morata. Quirgelt sich da irgendwie durch. Boom! Zack, Carlos ist wieder zur Stelle. Der ist Wahnsinn, wirklich, der ist wahnsinnig gut. Huch, warum Rage Quit? War nur 1-0, 24. Minute. Ja, der Gegner hat wahrscheinlich gemerkt, dass er absolut chancenlos ist. Also da muss man auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen auf die Gefühle vom Gegner und von daher kann ich das verstehen. Also auch in dem Spiel, auch wenn es nur jetzt 24 Minuten oder sowas waren, Carlos nichts zugelassen. Sehr, sehr gut. Freunde, lasst uns die goldene Kugel holen. Wir machen eine Sammlung von Liebes-Weihnachtskugeln. Let's go. Schönes Ding. Kein Abseits. Boom! Torwart verlegt. Egal. Ja, gegen Eckbälle kann man nichts machen. Ich kassiere so viele Eckballtore. Es ist nicht mehr normal. Da kannst du machen, was du willst. Ich werde immer Eckballtore kassieren. Das ist sehr gut verteidigt, auch von Carlos hier wieder. Boom! Ronaldo. Der Gegner ist offensiv sehr, sehr stark. Diego, wieder Diego, immer wieder Diego. Und immer wieder Diego, immer wieder Diego. Immer wieder dieser Diego. Zack, da hast du deinen Übersteiger und deine Schussfinte und dein was weiß ich was. Immer wieder dieser Diego. Sehr, sehr gut. Ganz wichtig, Carlos. Ich hab den langlaufenden Spieler nicht gesehen. Das ist mein Fehler gewesen. Keine Chance. Keine Chance gegen Diego. Boom! Strahl! Jetzt geht er. Da sind wir. Da sind wir mit CR. GG, Bro. GG, Bro. So, 9. Draft, 9. Sieg. Würde ich sagen, nimm mal die Kugel hier mit. Zack. Ja, ist okay. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen was an Münzen mitnehmen können. Alles andere wäre frech. Mal gucken. Schon mal kein Walkout. Niederlande, ZM, Wijnaldum. Oh, okay, in Inform. Das sind 10 Klasen. Okay, das sind schon mal instant 10k. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, nächstes Pack. Seltenes Spielerpack. Kein Walkout. Ist es wenigstens... Yes, ist es. Spanier. Rechtsverteidiger. Sergi Roberto. Sergi Roberto. Okay, glaube ich, bringt auch 2-3k ein. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Noch nicht das Gelbe vom Grünen, aber ist okay. Ja, so, letztes Pack und die letzte Hoffnung nochmal hier auf dem Walkout. Let's go. Richtige Schandale, Alter. Chillwell. Gut, nochmal 3000 Münzen, die merken wir uns auf jeden Fall.
3000 Münzen noch dazu bekommen. So, Freunde, ich verkaufe die alle mal. Wir können ja hier Klasen schon mal abstoßen. Das sind 10k ungefähr. Und den Rest verkaufe ich jetzt noch und dann gucken wir mal, was sich ergibt. So, Freunde, wir haben alles verkauft. Sergi Roberto 2400, Puig 1600 und dieser Dijot geht auch noch für 1100 weg. Wenn wir alles zusammenrechnen, haben wir 24.000 Münzen Erlös gemacht. 15.000 davon ziehen wir ab. Also sind wir bei einem Gesamtbetrag von 9.000 Gewinn. Ist auch nicht gut. Wir sehen uns in der Übersicht. Also Freunde, erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die Mikrofonqualität ein bisschen roboterhaft in diesem Video war. Ihr wisst, mein Ständer ist kaputt aktuell. Nichtsdestotrotz holen wir auch im 9. Türchen 4 Siege. Ist ja fast schon ein Rekord. Wir haben jetzt 9x 4 Siege in Folge geholt. Leider nur 9.000 Münzen aus diesem Draft rausbekommen. Insgesamt sind wir dann bei 120.300 Münzen aus 9 Drafts. Ist ein bisschen wenig meiner Meinung nach. Und da ist auch ein bisschen Luft nach oben auf jeden Fall da. Habt ihr auf den Code geachtet? Bin gespannt, wer von euch den VGO-Code mitgenommen hat. Ja, und dann war es das eigentlich von mir und ich würde sagen, Debo ist der Weihnachtschor.